Erhitztes Essen schmeckt einfach besser, aber ist oft leider ungesünder. Guten Morgen! Ja, dass Gebratenes oft besser schmeckt, ist, glaube ich, rein objektiv betrachtet ein Fakt, den nur wenige bestreiten. Ja, es gibt ein paar hartgesottene Rohköstler, die sagen, dass dieses ganze würzige Zeug ihnen mittlerweile viel zu viel ist und gar nicht mehr schmeckt. Sei mal dahingestellt, inwieweit auch Selbstsuggestion eine Rolle spielt, um eben der 100% Rohkost auch treu bleiben zu können. Das kann gerade, wenn auf die Rohkost wegen der Gesundheit umgestiegen wurde, auch durchaus Sinn machen, aber gebratene, gekochte und auch frittierte Nahrung hat einfach mehr Aromastoffe. Das bestätigt nicht nur mein Empfinden, sondern eben auch die Chemie. Und dann sind wir schon bei der Maillard-Reaktion. Diese findet vor allem bei Temperaturen oberhalb von 120 Grad statt, also jenseits der Rohkost. Mal ganz einfach ausgedrückt, passiert bei der Maillard-Reaktion nichts anderes als dass Kohlenhydrate und Aminosäuren, die in der Nahrung sich befinden, sich zu neuen und nicht in der Natur vorkommenden Molekülen verbinden, extrem selten in der Natur vorkommenden Molekülen verbinden. Aber man kann schon sagen, dass diese neuen Moleküle, die entstehen durch diese Maillard-Reaktion, nicht in der Natur natürlich so vorkommen. Und das ist das, was bei der Maillard-Reaktion letztlich passiert. Es wird also durch die Hitze werden Stoffe geschaffen, die nicht natürlich vorkommen. An dem Punkt hat man intuitiv schon eine Abneigung entwickelt und das zumindest meinem Empfinden nach auch wirklich zu Recht. Wenn etwas entsteht, was in der Natur nicht so vorkommt, also wenn vielleicht ein Blitz irgendwo einschlägt oder heiße Lava aus dem Erdinneren irgendwo drüber rollt, ja, dann entstehen dann auch Maillard-Reaktionen, dann sagt mir mein Menschenverstand jenseits jeder Wissenschaft, nur intuitiv, dass ich lieber die Nahrung ohne diese Stoffe zu mir nehmen möchte. Aber Chemie vernebelt unseren Verstand und wenn wir gewisse Drogen gespritzt bekommen oder Hormone injizieren, dann agieren wir auch etwas unnatürlich. Und wenn wir eben Essen erhitzen und diese Maillard-Reaktion abläuft und diese unnatürlichen, so in der Natur nicht vorkommenden Moleküle sich in unserem Körper als Aroma ausbreiten, dann ist dieser gute Geschmack eventuell auch in den Bereich einzuordnen wie chemisch hergestellte Drogen. Zumindest systematisch. Aber was sagt denn die Wissenschaft dazu, also die Chemie und die Ernährungswissenschaft? Die hat noch nicht alle diese Moleküle zweifelsfrei untersuchen können. Aber einige und eines davon ist das Acrylamid, das wurde schon ganz genau untersucht und das Acrylamid ist krebserregend. Und Acrylamid ist als Kochköstler quasi nicht zu vermeiden. Ihr könnt als Kochköstler diesen krebserregenden Stoff nicht umgehen. Nur wirklich mit der Rohkost kann man komplett acrylamidfrei leben oder auch wieder nahezu komplett. Es gibt immer so diese Extremsituationen, ne? Also deswegen das ist das letzte Mal in dem Video, dass ich relativiere, aber ihr wisst Bescheid. Die Problematik ist aber seit Bekanntwerden dieses Acrylamids natürlich ganz stark untersucht worden und man kann durch Absenken der Temperatur im Fertigungsprozess oder bei stark acrylamidhaltigen Lebkuchen durch das Ersetzen von Mandeln zum Beispiel mit Natron den Acrylamidgehalt etwas senken. Das heißt, es ist durchaus möglich, seit man sich dieser Problematik des Acrylamids bewusst geworden ist, den industriell sozusagen etwas zu senken. Übrigens zu Natron. Das ist das Wundermittel schlechthin, was einfach gegen alles gut ist, habe ich schon mal ein Video gemacht. Unbedingt anschauen. Also das muss in euren Haushalt. Natron. Es wird euer Leben verändern. So, für die Acrylamidbildung und auch die Bildung anderer Aromamoleküle, die mittlerweile auch nur noch als E-Nummern auf den Verpackungen geführt werden, sind spezielle Kohlenhydrate und Aminosäuren notwendig. Und in der Kartoffel zum Beispiel und auch in Getreideprodukten, also quasi auch den Hauptprodukten einer veganen Kochkosternährung, sind ideale Voraussetzungen dafür geschaffen, um das Acrylamid entsteht. Wobei es auch Unterschiede gibt in der Maillard-Reaktion, zum Beispiel wenn die Luftfeuchtigkeit unterschiedlich ist. Wenn Kartoffeln gekocht werden, entsteht weniger Acrylamid als wenn es frittiert wird. Umso trockener, das kann man so als Daumenregel sagen, das Milieu der Erhitzung, also Backen zum Beispiel, wäre ganz schlimm, umso intensiver scheint die Maillard-Reaktion auszufallen. Das einfach mal als Information für euch, warum viele sich für diese Rohkost entscheiden, weil Erhitzung führt eben dazu, dass in der Nahrung Moleküle entstehen, die so gar nicht bis kaum in der Natur vorkommen und eben auch wissenschaftlich erwiesen zum Beispiel krebserregend sind.
Es gibt auch Aromastoffe, bei denen wurden positive Effekte festgestellt. Aber ich glaube, wir tun alle gut daran, dass wir ja, in diesen Punkten wirklich unserer Intuition und damit auch der Natur vertrauen. Und ja, eben soweit es geht auf das Erhitzen aufgrund unter anderem dieser Tatsache, die ich euch heute explizit vorstellen wollte, verzichten. Wenn ihr das Video gut fandet, dann würde ich mich über einen Daumen oder einen Kommentar freuen. Vielen Dank, alles Liebe, Euer Christian. Tschüss.